Bringt euch in Sicherheit! Schnell! Schon gut, schon gut. Seid ihr? Als die dunkle Brut aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, wartet nur ab, bis die neue Kommandantin hier auftaucht. Dann kriegt ihr alle einen gewaltigen Tritt in den Arsch. Ich bin einfach den Schreien gefolgt. Und da seid ihr schon. Sehr schön. Ihr seid plötzlich aufgetaucht. Ich bin schon fast eine Woche hier. Ich dachte, es sei eine gute Idee, es mal als ehrenhafter grauer Wächter zu versuchen, also bin ich hier. Er war hier, als ich aufgebrochen bin. Ich kann nicht glauben, dass die Wächter ihn nicht rausgeworfen haben. Hey, wenn das nicht diese knackige Rekrutin ist? Oh ja, er ist eindeutig eine Zierde für die Wächter. Ich weiß, es ist zu gut, um wahr zu sein. Hey, wer ist denn der Magier? Euer Freund, soll ich euch zwei vielleicht allein lassen? Beeindruckend, ein Zwerg, der wie eine ganze Brauerei riecht. So etwas bekommt man nirgendwo sonst zu sehen. Oho, ein Magier und Komödiant. Diese Kombination wird normalerweise nur selten besonders alt. Irgendwie bezweifle ich das. Das geht mir ähnlich. Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass die Ärsche der dunklen Brut Bekanntschaft mit meinem Stiefel machen. Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Mairi? Roland! Kommandantin, Roland wurde wie ich aus den Rittern Denerims rekrutiert. Wir müssen ihm helfen. Es scheint zu spät für heilende Magie zu sein. Was haltet ihr von einem Schnaps gegen die Schmerzen? Ich mag eure Denkweise. Hört mit euren Witzen auf. Das ist nicht lustig. Die Kommandantin? Es gab so gut wie keine Vorwarnung für den Angriff, Kommandantin. Der Truchsess hat einen Gegenangriff befohlen.
Aber sie kam einfach aus dem Nichts. Unter der dunklen Brut ist eine Kreatur, die sprechen kann. Sie verfügt über mächtige Magie. Sprechende dunkle Brut? Der Junge fantasiert. Irgendetwas ist in meinem Blut. Es tut so weh. Sie ist dort lang. Dem Truchsess hinterher. Ich werde euch rächen, Roland. Ich schwöre es. Es ist so gekommen, wie er es vorausgesagt hatte. Nimm diesen hier mit und behandle ihn gut. Wir wünschen nicht mehr Tod, als notwendig ist. Notwendig? Als hätte eure Art jemals etwas anderes getan. Ihr denkt also, ihr kennt unsere Art, Mensch? Ja, das ist verständlich. Aber es wird sich schon bald ändern. Andere werden kommen, Bestie. Sie werden euch aufhalten. Da ist er. Ihr habt offenbar recht. Mehr als ihr ahnt. Das Ding spricht? Na, dann bringen wir es wieder zum Schweigen. Kommandantin. Nehmt den grauen Wächter gefangen. Die anderen könnt ihr töten. Aber nein, deine
schulde euch mein Leben, Kommandantin. Soldaten auf der Straße. Wir bekommen offenbar weitere Gesellschaft. Ich hoffe nur, sie sind freundlicher als unsere letzten Gäste. Zu spät, um noch eine Hilfe zu sein. Verzeiht. Königin Anora! Ich hatte vor, die Wächter offiziell willkommen zu heißen. Somit kommt dies hier, gelinde gesagt, unerwartet. Wie ist die Lage? Die verbliebene dunkle Brut ist geflohen, Euer Majestät. Die grauen Wächter aus Orlais sind entweder tot oder werden vermisst. Vermisst? Wollt ihr etwa sagen, sie wurden von der dunklen Brut verschleppt? Machen diese Kreaturen überhaupt Gefangene? Ich weiß es nicht, Euer Majestät. Ich weiß nur, dass wir nicht alle Wächter ausfindig machen konnten. Das ist äußerst unerfreulich. Aber zumindest ist die Heldin von Ferelden noch am Leben. Das ist ein Lichtblick. Seid bitte nicht albern. Ferelden braucht euch. Mehr denn je, wie es aussieht. Vor euch liegt eine gewaltige Aufgabe. Ich werde euch so gut ich kann unterstützen, aber es scheint leider, als wärt ihr vor allem auf euch allein gestellt. Ach, und was bin ich? Gehackte Nackleber? Dem Geruch nach zu urteilen, wäre das durchaus möglich. Ich kam hierher, um mich den grauen Wächtern anzuschließen, und es sieht aus, als könntet ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Also, wo ist dieser riesige Krug? Ich nehme einen Schluck. Das sage ich doch sonst immer. Ich nehme an, in diesen schweren Zeiten ist uns jeder willkommen. Ihr tretet also den Wächtern bei? Na dann, viel Glück. Königin Anora, Vorsicht, Euer Majestät. Dieser Mann ist ein gefährlicher Krimineller. Wie bitte? Sie meint mich. Er ist ein Abtrünniger, den wir gerade zum Zirkel zurückbringen wollten. Dort erwartet ihn seine gerechte Strafe. Ach bitte, was versteht ihr und euresgleichen schon von Gerechtigkeit? Außerdem werde ich ohnehin entkommen. Niemals. Für das, was ihr hier getan habt, werdet ihr hängen, Mörder. Mörder? Aber diese Templer waren... Ach, was soll's. Ihr würdet mir ja sowieso nicht glauben. Es scheint, als sei hier alles gesagt. Außer ihr hättet noch etwas hinzuzufügen, Kommandantin.